Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung zum Thema heldenhafte Positionen im Yoga, die Krieger. Mein Name ist Annika und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben bereits Sendungen zum Thema Krieger 1 und Krieger 2 aufgezeichnet, sodass ihr da auch im Detail nochmal die einzelnen, den Aufbau von Grund auf euch anschauen und erlernen könnt, von unten nach oben. Wir werden natürlich heute aber auch nochmal die wichtigsten Checkpunkte von Krieger 1 durchgehen, werden mit ein paar vorbereitenden Übungen starten und dann ein paar Variationen kennenlernen, die man auch noch durchführen kann, sodass ihr auch die Positionen immer mal so ein bisschen variieren könnt und gehen dann auch mal von Krieger 1 in Krieger 3, den hatten wir nämlich auch noch nicht. Und so könnt ihr euch die Aufzeichnungen jederzeit nochmal anschauen, könnt euch die wichtigsten Punkte nochmal ansehen und dann so wirklich die Position von Grund auf nochmal lernen und auch vielleicht für euch persönlich, aber auch für andere weitergeben. Ja, und die Kriegerposition, vielleicht habt ihr sie schon mal ausprobiert. Es gibt ja unterschiedliche Variationen und Durchführungen. Alles in allem, gerade vor allem jetzt auch der Krieger 1, ist eine recht ganze Übung. Denn zum einen wird die Körpervorderseite schön gedehnt und langgezogen, was natürlich auch die Atmung unterstützt. Gleichzeitig hilft die Position uns aber auch, uns körperlich und mental stark zu fühlen und zu erden. Also eine sehr schöne Übung auch für innere Stärke und gleichzeitig wird auch die Bein- und Gesäßmuskulatur gestärkt, der Hüftbeuger gedehnt, also eine schöne ganzheitliche Übung für Körper und Geist, die es sich auf jeden Fall lohnt, mal anzuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Ansonsten würde ich auch sagen, starten wir schon hier in einer einfachen Sitzposition. Wenn das in dieser Haltung nicht möglich ist, den Rücken lang und gerade zu ziehen, gerne einfach nochmal ein Kissen unterlegen, zum Beispiel unter das Gesäß oder gegebenenfalls auch auf einen Stuhl setzen. Na, je nachdem, wie flexibel und mobil hier auch die Hüfte und die Wirbelsäule sind. Okay, und dann richte dich mal ganz bewusst nach oben auf. Das Brustbein zieht lang nach oben, gerne die Schultern auch nochmal nach vorne, nach oben, nach hinten und nach unten kreisen, tief durch die Nase ein und wieder ausatmen. Ja, vom Gefühl her den Scheitel weit nach oben ziehen und gleichzeitig die Hüfte und die Kniegelenke schon so ein bisschen locker lassen. Denn auch eine flexible Hüfte ist nötig für die Position. Deshalb schauen wir, dass wir mit diesen Übungen starten, um die Geschmeidigkeit der Hüfte ein bisschen zu fördern, aber auch die beteiligten Gelenke und schon so ein bisschen vorzubereiten. Genau, und dann verbinden wir auch später die Position und die Haltung mit den Atemzügen. Da könnt ihr vielleicht spüren, dass euch die Atmung noch ein bisschen besser in die Position reinführt. Und damit beginnen wir ja auch jetzt, sodass man schon da ein ganz gutes Gefühl bekommt. Und so lasst die Hände mal ganz locker, die Arme. Wenn du möchtest, wie gesagt, gerne nochmal die Schulter nach hinten kreisen. Atme hier noch 2-3 Mal tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Ja, lass vielleicht hier die Spannung im Schultergürtel los, die du vielleicht jetzt noch wahrnehmen kannst. Ja, versuch den Atem mal ganz bewusst in den Brustkorb, unter die Rippenbögen und in den Bauch zu lenken. Ganz bewusst den Atem etwas vertiefen. Und dann nimm mal den linken Arm nach oben mit der Einatmung, zieh dich ganz lang. Mit der Ausatmung neig dich mal sanft zur rechten Seite. Die Schulter ist locker, die rechte Hand stützt nur leicht auf. Und spür so schon eine sanfte Dehnung auch in deiner Seite, in deiner linken Flanke. Und mit der Einatmung komm wieder zurück. Ausatmen, lass den Arm nach unten sinken. Nächsten Einatmen, nimm den rechten Arm nach oben, zieh dich lang und mit der Ausatmung neig dich zur linken Seite.
Bleib gerne nochmal hier für die Einatmung. Stell dir vor, du ziehst dich noch mehr in die Länge. Von der rechten Gesäßhälfte bis zu den rechten Fingerspitzen atme aus. Mit der Einatmung komm wieder zurück in die Mitte und löst. Machen wir jetzt noch einmal. Einatmen, der linke Arm hebt. Mit der Ausatmung nach rechts, wie bei einem großen Ball. Atme ein, in die Mitte zurück und ausatmen, Schulter und Hand wieder sinken lassen. Einatmen, rechten Arm heben, mit der Ausatmung zur linken Seite neigen. Nochmal die Dehnung in der rechten Seite spüren, mit der Einatmung wieder in die Länge nach oben und mit der Ausatmung die Schultern wieder sinken lassen. Und dann kommt von hier langsam mal in den Vierfüßlerstand, das heißt, die Hüftgelenke über den Knien und die Schultern über den Händen, die breit aufgefächert auf der Matte stützen. Schieb dich hier nochmal kraftvoll nach oben, die Schultern weg von den Ohren und den Bauchnabel leicht nach innen ziehen. Von hier aus stellen wir jetzt mal den rechten Fuß seitlich auf, dass das Bein lang ist. Und die Fußsohle ungefähr parallel zum langen Mattenrand aufgesetzt. Ich rutsche noch ein bisschen. Ja. Die Hände bleiben, wie sie sind. Der Bauch kommt leicht ein. Vielleicht kannst du jetzt eine Dehnung in der Oberschenkelinnenseite spüren und auch in der Hüfte. Das heißt, entweder bleibst du hier. Ja, achte nochmal auf deine Schulter. Der Nacken ist lang, der Blick nach unten gerichtet. Oder du schiebst deine linke Hand nochmal etwas tiefer in die Matte und hebst mit der Einatmung mal deinen rechten Arm nach oben, schiebst die Hand Richtung Decke, folgst mit deinem Blick der Hand und bleibst mal hier auch mit der Ausatmung. Spür jetzt die Dehnung in deiner Hüfte, atme ein, zieh dein Brustbein lang, die Hand Richtung Decke und mit der Ausatmung komm langsam nach unten und schieb deine rechte Hand mit dem Handrücken mal unter deiner linken Achsel durch. Komm so in eine Drehung im Oberkörper. Atme ein, nach oben. Wir wiederholen das noch zweimal. Zieh dich lang. Öffne deinen Brustkorb. Und mit der Ausatmung rotiere im Oberkörper. Schieb deine rechte Hand unter deinen linken Arm durch. Der linke Arm kann leicht beugen. Und noch einmal einatmen. Öffnen und ausatmen. Nochmal die rechte Hand unter den linken Arm durchschieben. Komm dann langsam wieder zurück in den Vierfüßlerstand und schieb von hier jetzt gerne mal dein Gesäß Richtung Fersen, die Arme ganz lang, die Stirn Richtung Matte. Spür die Länge und leg dir gegebenenfalls noch ein Kissen unter das Gesäß, sollte die Position jetzt zu intensiv sein. Spür die Länge im Rücken, in den Schultern. Atme nochmal tief ein und aus. Und dann roll dich langsam wieder nach oben. Wir wechseln einmal die Seite. Ich zeige euch jetzt nur von vorne. Kommt wieder in den Vierfüßlerstand. Die Hände breit aufgefächert auf dem Boden und dann das rechte Knie auf der Matte lassen und dann mal das linke Bein seitlich ausstrecken, den linken Fuß auf der Matte aufstellen, parallel in meinem Fall zum kurzen Mattenrand, ansonsten bei euch zum langen Mattenrand. Die Schultern wieder wegziehen von den Ohren, spür auch hier die Dehnung schon in der Oberschenkelinnenseite. Die Hüfte wird jetzt schon mobilisiert und dann öffne mit der Einatmung deinen Arm nach den linken nach oben. Schau zu deiner linken Hand. Zieh dich hier nochmal ganz lang mit der Einatmung und mit der Ausatmung. Schieb auch hier wichtig deine rechte Hand in die Matte, in den Boden, die Schulter weg vom Ohr. Atme nochmal tief ein, wachse nach oben. Mit der Ausatmung
Beug gleich deinen rechten Arm und rotiere im Oberkörper. Die linke Hand schiebt unter dem rechten Arm durch. Atme ein, öffne wieder nach oben. Zieh dich lang und atme aus. Komm nochmal unter deinem rechten Arm durch. Wiederholen wir den Mach noch einmal. Spür die Dehnung im Bereich auch der Schulterblätter und nochmal öffnen. Brustkorb weit machen und dann langsam in die Mitte zurück. Auch hier gerne nochmal in die Position des Kindes. Entweder mit den Armen nach vorne oder auch dieses Mal nach hinten gestreckt, die Schultern, den Nacken ganz locker. Tief in den Rücken ein und wieder ausatmen. Und dann roll dich langsam nach oben. Wir gehen jetzt schon in einen tiefen Ausfallschritt, der schon sehr in die Richtung vom Krieger geht, die ähnlichen Muskelgruppen beansprucht und bevor wir dann später ins Stehen gehen. Das heißt, wir platzieren jetzt mal den rechten Fuß weit nach vorne auf der Matte. Das linke Knie bleibt am Boden, der Fußspann ist abgelegt. Sollte das zu hart sein für das Knie, auch eventuell einfach noch eine Decke unterlegen oder einen Handschuh. Und jetzt schieben wir hier unser Becken mal so ein bisschen nach vorn mit dem Gewicht und achten jetzt aber trotzdem drauf, dass wir das Becken so ein bisschen kippen. Der Bauchnabel zieht nach innen, ja, sodass der untere Rücken auch geschützt ist. Ja, das heißt, wir vermeiden uns hier richtig reinhängen zu lassen, sondern stellen uns schon vor, mit der Kraft des Trumpfes hier auch, Beckenboden, dass wir uns hier stabil halten. Brustbein zieht nach oben, die rechte Hand ganz locker ablegen. Ja, wir spüren die Dehnung in der linken Hüftbeugenmuskulatur und ziehen jetzt hier mal den linken Arm weit nach oben und kommen in eine sanfte Rückbeuge, ähnlich schon dem Krieger. Tief einatmen, lang nach oben ziehen. Und mit der Ausatmung entweder hier bleiben oder sanft nach hinten legen. Einatmen, nochmal nach oben ziehen und dann langsam wieder lösen. Und jetzt aus dieser Position mal das Gesäß nach hinten schieben, den rechten Fuß anziehen, so ein bisschen über das vordere gestreckte Bein beugen, die Schultern ziehen nach unten. Ja, und man sieht auch hier schon die Oberschenkelrückseite zu dehnen. Auch das ist ganz hilfreich für die Kriegerposition. Und dann wechseln wir einmal die Seite. Das heißt, das rechte Bein kommt zurück. Eventuell nochmal kurz in den Fersensitz kommen. Die Hände lockern. Hin und her wippen. Das, was sich jetzt gut anfühlt. Und dann einmal den linken Fuß auf der Matte weit nach vorne stellen und dann auch hier das Becken so ein bisschen nach vorne schieben. Gleichzeitig aber auch ein bisschen kippen, den Bauch nach innen ziehen und den Oberkörper schön aufrichten. Schultern sind entspannt, die Füße breit aufgefächert. Empfiehlt sich auch hier gerne barfuß zu üben, sodass ihr einfach einen besseren Kontakt zum Boden habt. Die Handglocke auf den Oberschenkel ablegen und dann einatmen, den rechten Arm umziehen, mit dem Blick der Hand folgen und gerne leicht nach hinten legen, sanft rückbeugen. Auch achten, dass der Bauch nach innen zieht, der Rücken geschützt ist und hier nochmal ganz lang ziehen. Halten, tief einatmen, mit der Ausatmung dann langsam nochmal lösen und dann das Gesäß nach hinten schieben, das linke Bein strecken, Gesäß nach hinten schieben, Brustbein nach vorne und dann nochmal über das lange gestreckte Bein beugen, sodass die Dehnung in der Rückseite spürbar wird. Kurz halten und dann langsam lösen
Jetzt stellen wir einfach den linken Fuß auf, kommen mit dem rechten Fuß dazu, gerne auch hier die Beine noch leicht beugen und dann einfach mal den Oberkörper hängen lassen, den Kopf so ein bisschen ausschütteln, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, ja, sodass der Nacken sich entspannen kann und der Rücken ganz lang wird. Wenn das gut geht, die Beine eventuell noch ein bisschen mehr strecken. Und auch hier nochmal tief ein- und ausatmen. Dann beugt die Beine und rollen uns langsam wieder nach oben auf, kommen zum Stehen. Kreisen hier nochmal die Schultern nach hinten und nach unten. Und dann kommen wir mal ein bisschen an den Anfang der Matte. Wir kommen jetzt in eine leicht angewandte Form von Krieger 1, nämlich dass der Fuß, dass beide Füße noch nach vorne schauen. Da bauen wir noch die eine oder andere Armposition mit ein und kommen dann zum Krieger 1 im Original und den Krieger 2. Okay, dann nehmen wir mal die Hände voll den Körper zusammen, die Arme weit nach vorne und nach oben. Mit der Aufladung nach vorne und nach unten in die Vorwärtsfolge. Bring die Hände nochmal aufgefächert auf die Matte. Eventuell die Beine nochmal leicht beugen. Finger weit aufgespreizt. Dann mal den linken Fuß nach hinten einen großen Aufwärtsschritt bringen. Das Gesäß ein bisschen sinken lassen und die Stabilität finden im vorderen und im hinteren Fuß. Ja, Gewicht gleichmäßig verteilen. Mit der nächsten Einatmung die Arme heben und den Oberkörper anheben. Schon in diesem langen Krieger 1 die Schultern tief lassen. Und dann bleiben wir mal hier. Auch hier wieder beachten, dass das Becken so ein bisschen kippt. Ja, eventuell das hintere Bein erstmal noch so ein bisschen beugen. Bauch nach innen ziehen. Oberkörper lang. Und wenn das gut geht, das hintere Bein noch etwas mehr strecken. Ja, bleiben mal hier. Geht auch hier die Arme vor dem Körper beugen und die Handflächen zusammenbringen. Ja. Beides möglich. Gerne auch mal beides ausprobieren. Dann strecken wir alle nochmal die Arme nach oben. Neigen uns vielleicht auch hier, wenn es geht, schon so leicht nach hinten. Und bringen dann die Hände nochmal zum Boden. Kommen mit dem rechten Fuß zurück, schieben die Handflächen in den Boden. Beugen mal so ein bisschen die Beine, laufen am Platz. Ein bisschen lockern, vielleicht die Hüfte so ein bisschen mitbewegen. Tief ein- und ausatmen. Dann langsam wieder in der Mitte einpendeln, die Beine ein bisschen beugen, Gesäß nochmal zur Decke schieben und dann in kleinen Schritten nach vorne zwischen die Hände wandern und ausatmen, nochmal hängen. Beine beugen und dann Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Hier die Schulter nochmal nach vorne, oben, nach hinten und unten kreisen. Und dann wechseln wir schon die Seite. Die Hände nochmal vor dem Körper zusammenbringen, Arme nach oben und nach hinten. Ausatmen, nach vorne in die Vorwärtsbeuge kommen und die Hände wieder breit aufgefächert am Boden aufsetzen. Von hier aus bringen wir jetzt den rechten Fuß nach hinten in einen langen Ausfallschritt. Verteilen das Gewicht wieder gut in der Mitte zwischen dem linken und dem rechten Fuß. Bauch zieht schon leicht nach innen, schiebt den linken Fuß in die Matte. Mit der Einatmung heben wir jetzt die Arme an, in den langen Krieger 1. Schultern sind tief, der Bauch zieht nach innen. Ja, auch hier wieder eine sehr schöne Dehnung in der Hüftbeugemuskulatur. Gleichzeitig wird das linke Bein und die Gesäßmuskulatur gestärkt. Auch hier entweder die Arme lang lassen oder vor dem Körper zusammenbringen. Am besten einen festen Blickpunkt auf den Boden suchen, denn auch hier ist schon die Balance gefragt.
Und dann nochmal einatmen, nach oben schauen, langziehen. Und eventuell nochmal so ein bisschen nach hinten lehnen. Eine sanfte Rückbeuge. Und dann langsam wieder die Hände zum Boden bringen. Den linken Fuß zurück zum rechten und nochmal in den herabschauenden Hund schieben. Gerne auch hier nochmal die Beine im Wechsel strecken und beugen, die Ferse Richtung Boden schieben. Tief ein- und ausatmen. Und dann langsam wieder einpendeln. Sehst nochmal nach oben schieben, Beine etwas beugen, nach vorne schauen. Und auch hier nochmal zwischen die Hände wandern. Und ausatmen in die Vorwärtsbeuge, entweder mit langen oder leicht gebeugten Beinen. Beine beugen, wir beugen uns langsam Wirbel für Wirbel auf. Und rollen nochmal die Schulter. Auch das sind jetzt schon ein paar Variationen. Jetzt kommen wir zum Krieger, den wir nochmal von unten nach oben aufbauen. Aber da, wie gesagt, gerne das Video nochmal anschauen in ganzer Länge zum Krieger. Okay, aus dieser Position, die Füße geschlossen, bringen wir jetzt den linken Fuß in einen großen Schritt nach hinten. Dieses Mal die Füße aber so, den linken Fuß so ungefähr 45 Grad nach links aufgedreht und die Fersen in einer Linie. Bringen das Becken parallel zum kurzen Mattenrand. Achten hier wieder drauf, dass der Bauch den Rücken schützt, Bauch nach innen zieht und vielleicht spürt ihr jetzt auch schon wieder die Dehnung in der linken Vollmuskulatur. Versuchen, die linke Fußaußenkante in den Boden zu schieben und dann mal das rechte Bein beugen. Das Knie und der Fuß schauen hierbei nach vorne. Ja, sonst nur ein bisschen leicht nach rechts außen schieben. Die Hände mal vor dem Körper zusammenbringen. Und dann die Arme langziehen und einatmen, nach oben, so ein bisschen nach oben heben. Zu den Daumen schauen, die Schultern sind tief und hier für ein paar tiefe Atemzüge bleiben. Vielleicht noch eine Variation, tief einatmen und aus. Und dann ein letztes Mal tief einatmen, achte darauf, dass die Schultern auch wieder nach unten ziehen. Auch wenn die Arme nach oben wandern, ausatmen. Jetzt bring von hier mal deine Hände hinter dem Rücken in den Flechtgriff, zieh die Schulterblätter hinten zusammen, die Faust Richtung Gesäß und zieh dein Brustbein nach oben, wenn möglich, leicht nach hinten legen und die gestreckten Arme nach unten ziehen und um die Vorderseite noch etwas mehr zu weiten. Jederzeit wieder die Arme nach oben nehmen oder auch vor den Brustkorb zusammen. Okay, dann langsam mal lösen, das rechte Bein und strecken und dann den linken Fuß zum rechten bringen. Kurz lockern, einmal Seiten wechseln. Der linke Fuß bleibt stehen, kommt der rechte Fuß in einen großen Schritt nach hinten, die Fersen wieder ungefähr in einer Linie und der Fuß circa 45 Grad ausgedreht. Die Hüfte bringen wir wieder parallel zum kurzen Mattenrand und dann das linke Bein wieder beugen, das Gewicht etwas nach vorne schieben. Also ungefähr, dass das Sprunggelenk unter dem Knie ist. Darauf achten, dass die Hüfte, wenn möglich, hier nach vorne dreht und der Bauch wieder nach innen zieht. Dann bringen wir auch hier die Hände wieder vorne im Brustkorb zusammen, die Schultern sinken nach unten. Und dann machen wir die Arme lang und ziehen die Arme oder führen sie nach oben, schauen nach oben, atmen ein. Und mit der Ausatmung bleiben wir hier, die rechte Fußaußenkante schiebt in die Matte. Zwei, drei tiefe Atemzüge. Ja, wenn sich die Schultern verspannen, entweder die Arme öffnen oder auch wieder
vor dem Körper zusammenbringen. Dann auch hier nochmal die Hände hinter dem Körper verschließen, vielleicht den anderen Zeigefinger jetzt vorne sein lassen beim Flächen, die Schulterblätter hier zusammenziehen, die Handflächen zusammenbringen, die Arme nach unten ziehen und das Brustbein nach oben, um die Körpervorderseite zu dehnen, der Nacken bleibt lang. Ja. Wenn du aber das Gefühl hast, dass die Position oder der Aufbau von unten dadurch so ein bisschen leidet, dann komm wieder in eine andere Armposition. Ja, dann nimm die Arme wieder vor den Körper oder nach oben. Und dann löst langsam die Spannung. Bring den rechten Fuß zum linken und nochmal ausschütteln. Okay, jetzt haben wir den Krieger auch nochmal gemacht. Noch eine Variation mit den Armen hineingebracht. Und jetzt üben wir direkt nochmal den Übergang vom Krieger 1 in den Krieger 3. Wir stellen uns wieder hier an den Anfang der Matte. Starten jetzt nochmal, beziehungsweise machen jede Seite noch einmal. Bringen jetzt den linken Fuß nochmal zurück, ähnlich wie eben, den Fuß leicht aufgedreht. Die Hüfte parallel zum kurzen Mattenrand, das rechte Bein beugen. Wir bringen dieses Mal lassen wir die Hände vor dem Körper zusammen. Schauen nochmal die Position von unten nach oben an, dass die Füße gut auf der Matte aufstehen. Die rechten Fußspitzen, das rechte Knie nach vorne zeigen. Der linke Oberschenkel rotiert nach außen und die Hüfte zeigt nach vorne. Und von hier aus verlagern wir das Gewicht so ein bisschen auf den rechten Fuß. Spannen die Körpermitte an und heben das linke Bein ab und kommen in eine Art Standlage, Krieger 3, die Hände erstmal vor dem Körper. Eventuell das rechte Bein erstmal etwas gebeugt lassen und dann, wenn das gut geht, den Fuß in die Matte schieben, das Bein strecken und den Nacken, den Rücken landen. Auch hier gerne die Arme entweder nach vorne nehmen, Ferse und die Fingerspitzen auseinanderziehen oder die Hände vor dem Körper zusammenkriegen. Noch für ein paar tiefe Atemzüge halten. Krieger 3. Und dann langsam wieder nach oben kommen, das linke Knie nochmal nach oben ranziehen und langsam lösen. Ausschütteln, wir wechseln die Seite. Auch hier können wir die Arme natürlich auch zur Seite ausstrecken oder nach hinten. Das können wir jetzt gerne nochmal ausprobieren. Wenn wir jetzt den rechten Fuß nochmal nach hinten nehmen, auch wieder leicht aufgedreht, die Hüfte zum kurzen Mattenrand, das linke Bein beugen, Oberkörper lang ziehen, erstmal die Hände wieder vor dem Körper zusammenbringen, nochmal darauf achten, dass die Füße gut aufstehen, dass die rechte Fußaußenkante in die Matte schiebt, die Hüfte nach vorne dreht. Und dann verlagern wir das Gewicht etwas mehr auf das linke Bein. Spannen den Körper bitte an und möglichst kontrolliert heben wir das rechte Bein, neigen uns nach vorne. Bauch zieht zur Wirbelsäule und wenn es geht, den linken Fuß schön in die Matte schieben und das Bein versuchen zu längen. Wer möchte, kann gerne nochmal die Arme zur Seite oder nach hinten ausbreiten. Nochmal für 2, 3 tiefe Atemzüge halten. Auch hier ist Gleichgewicht und Balance gefördert, gefragt. Ja, spürt, wie die, auch die Fußmuskeln hier arbeiten, die Tiefenmuskulatur, um dich hier in Balance zu halten. Und dann nochmal das Knie anziehen zum Körper. Tief durchatmen und wieder lösen. Okay, die Beine ein bisschen rausschütteln. Gerne nochmal in eine angenehme Ausgleichsposition kommen. Wer möchte, nochmal in die Position des Kindes. Oder auch die Knie mal aufsetzen.
Und ohne dass das Gesäß zu den Fersen schiebt, das machen wir gleich nochmal, die Finger, die Hände nach vorne schieben. Und jetzt mal das Brustbein Richtung Matte sinken lassen, die Stirn zum Boden und den Rücken nochmal ganz lang zu ziehen. Die Achseln sinken Richtung Boden. Und von hier aus dann gerne auch nochmal das Gesäß absetzen. Die Arme jetzt ganz locker, die Schultern entspannt, nochmal 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen und nachspüren. Spannung lösen. Und dann langsam nach oben aufrollen, in die Mitte kommen. Und vielleicht nochmal die Hände ausschütteln, die Schultern lockern, da wo jetzt vielleicht noch ein bisschen Spannung sitzt. Und dann haben wir es schon geschafft für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nochmal die Kriegerpositionen durchgeführt, ein paar Variationen gemacht mit den Armen auch. Auch den Übergang mal von Krieger 1 zu Krieger 3. Geht natürlich auch zu Krieger 2. Da schaut euch gerne nochmal die Videos an. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr in dem langen Krieger seid, auch zum Beispiel euch nochmal aufzudrehen zu der einen Seite und da nochmal für ein paar Atemzüge zu halten. Also der Kreativität sind hier fast keine Grenzen gesetzt und fast immer wird dann gleichzeitig die Balance gefördert, Stabilität, aber auch die Flexibilität. Ja? Und man muss sich natürlich auch noch konzentrieren. Das heißt, man ist auch fokussiert dabei. Und ich hoffe, ihr konntet spüren, dass das eine sehr kraftvolle Übung ist, die dann auch wieder neue Energie und neue Energie schenkt und aktivierend wirkt. Ja, und wenn es keine Fragen gibt, würde ich sagen, dann haben wir es geschafft für heute. Kommt gestärkt durch die Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!